Ja, hallo. Willkommen in besten Lagen. Willkommen zur 11. Veranstaltung der Weintour im April 2021 mit dem Titel Wandern du musst. Da habe ich ja immer sehr, sehr lange drüber nachgedacht, was das bedeuten soll. Ja, welcher Philosoph sich das ausgedacht hat. Ich würde sagen, du musst wandern und das tun wir auch durch 4 Anbauregionen, Württemberg, Baden, Rhein, Hessen und Pfalz. Aber ganz wichtig, ich möchte jetzt begrüßen die amtierende deutsche Weinprinzessin Eva Müller. Hallo Eva. Hallo Manuel. Wie geht's dir? Wo sitzt du? Gut, ich sitze im Westen von Rheinhessen in Bölstein. Sehr gut. Bei uns im Frühstücksraum vom Gästehaus, weil meine Wohnung im Moment Baustelle ist. Ah ja, dann ist ja ganz praktisch, dass gerade Corona ist und der Frühstücksraum nicht benutzt wird. Ne? Naja, richtig. Abends um 20 Uhr sowieso eher selten. Aber wir sollten hier keine Zeit verplempern, sondern direkt zum ersten Wein kommen. Dafür sind wir ja hier. Ja, alle angeschlossenen Funkhäuser haben ihre Weine schon vor sich, hoffentlich schon entkorkt, weil der erste hat tatsächlich einen Korken. Und wir sind in Württemberg und aber auch nicht in Württemberg. Also das Anbaugebiet Württemberg ist jetzt nicht so zusammenhängend wie zum Beispiel so ein Flussanbaugebiet Ahr oder Mosel, sondern auf mehrere Flecken verteilt. Da gibt es irgendwie um Stuttgart eine Ecke. Und wir sehen das hier auf der Deutschlandkarte. Ein sehr interessantes, es ist ja lustigerweise auf dieser Deutschlandkarte überhaupt nicht eingezeichnet. Das müssen wir gleich im Detail sehen, weil Württemberg ist hier als großer roter Fleck eingezeichnet. Aber, Wahnsinn, das habe ich irgendwie echt beim Check von diesen Karten nicht moniert. Da ist es auch nicht darauf eingezeichnet, weil wir sind nämlich gerade am Bodensee. Und am Bodensee gibt es nur ein paar ausgewählte Weingüter, die dort unten ja eben auch zu Württemberg gehören. Guck mal hier, muss man nochmal beim Weininstitut Bescheid sagen. Und da haben wir irgendwie eben Schmidt am Bodensee. Und wenn ihr jetzt mal auf, ja, oder wenn ihr es noch nicht entkorkt habt, wenn ihr hier, ja, auf das Etikett, was also auf die Kappe, ne, Kappe, auf die Kapsel, Kapsel. Schaut, auf die Kapsel schaut, die da oben drauf ist, da ist nämlich das bayerische Wappen drauf, weil dieser Wein, dieses Weingut Schmidt am Bodensee, gehörte zwar zum Anbaugebiet Württemberg, aber es ist, was hier auch hinten auf der Flasche draufsteht, Bereich bayerischer Bodensee. Also wenn man schon mal irgendwie am Bodensee war in einem Weingut, das ist halt einfach fantastisch. Diese Lage, dieser Blick über den Bodensee, auch super, super Klima für Weinanbau, die Weinhänge, die wirklich direkt fast ans Wasser gehen. Echt ein Traum. Warst du schon mal am Bodensee in einem Weingut, Eva? Nee, leider nicht, aber ich habe eine Kollegin, die mit mir in der Berufsschule war, die arbeitet jetzt am Bodensee in einem Weingut und das ist auf jeden Fall mal ein Ziel, die dort zu besuchen und dass sie mir mal den Bodensee ein bisschen näher bringt. Aber ich wollte noch was kurz erwähnen zu den kleinen Flaschen. Also ich trinke ja jetzt alleine und die die großen Flaschen waren mir ein bisschen viel und die kleinen Flaschen sind optimal, um jetzt die Weine zu probieren und später werde ich vielleicht die großen Flaschen dann auch mal teilen. Genau. Sehr, sehr gute Idee. Sehr, sehr gute Idee. Ja, genau. Ja, die Weine müssen sich auch erstmal beweisen. Genau. Also ihr zu Hause könnt euch auch entscheiden. Nehmt ihr die kleinen Samples heute Abend nur zum Probieren oder macht ihr die große Flasche auf? Ich habe die große Flasche aufgemacht. Ja, also wenn schon, denn schon. Und schütte mir jetzt noch was ins Glas. Es war schon, ehrlich gesagt, während dieses tollen Trailers, habe ich schon mal heimlich getrunken. Und du hast doch schon was im Glas, Eva? Bitte? Ja, klar, ich habe auch schon was im Glas. Es ist wie beim Kino, beim Popcorn. Da isst man auch während der Werbung schon das Popcorn. So, jetzt bist du dran. Also, ja, also diese Weinprinzessinnen und Weinköniginnen sind ja nicht umsonst Weinprinzessinnen und Weinköniginnen, weil die haben sowas von Ahnung von Wein und riechen da immer Sachen, von denen ich nur träumen kann. Eva, jetzt bist du dran. Ja, also wir haben jetzt hier ein Cuvée im Glas und das ist aus Müller-Thurgau, Grauburgunder und Weißburgunder. Und ich finde, wenn man reinriecht, erinnert er mich als erstes so an Honigmelone. Okay. Ja, 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 ja.
Aber auch sowas reife Früchte. Wie wär's denn mit Zitrone? Ja. Wie ist das eigentlich mit so einem Cuvée aus drei Rebsorten? Empfehlenswert oder riskant oder gibt das einfach dem Winzer auch optimale Möglichkeiten, irgendwie auf den Wein Einfluss zu nehmen? Also früher waren ja Cuvées immer sehr verpönt, aber man muss sagen, Cuvées waren ja auch in Frankreich lange die teuersten Weine. Und ich vergleiche es immer so wie mit einer Hochzeit. Man verheiratet da mehrere Rebsorten und man möchte, dass die besten Eigenschaften der Rebsorten sich addieren. Also zum Beispiel jetzt hier der Müller-Thurgau ist eher so der leichte Vertreter. Der Grauburgunder hat oft ein bisschen mehr Schmelz und Körper. Das Frucht und passt. so, ne, genau. Ja, genau. Und der Weißburgunder ist auch eher filigran. Und da gibt der Grauburgunder den einfach noch so ein bisschen Power. Und der Müller-Thurgau ist ein sehr fruchtbetonter Vertreter. Und der Weißburgunder auch. Also die ihre Eigenschaften verbinden sich und dann entsteht sowas Tolles wie das, was wir jetzt hier im Glas haben. Sehr, 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 sehr schön. Wir schauen uns mal die Winzer an. Das ist ja auch immer toll, irgendwie zu sehen, wer dahinter steckt. Das ist die Familie Schmidt. Ich glaube, am Bodensee ist einfach nur der Zuname, ne? Also ich glaube, die heißen nicht Doppelname Schmidt am Bodensee. Ist einfach die Familie Schmidt. Und genauso wie der Müller ja nicht immer Torgau heißt. Ja, und die machen irgendwie diesen genialen Wein. Und ja, ich bin ja bei diesen Weinverkostungen immer dafür da, auch so ein bisschen den Wanderaspekt zu berücksichtigen, Wandertipps zu geben. Aber auch, selbst wenn man jetzt es nicht mit so mit Wandern hat, am Bodensee kann man zum Beispiel wunderbar Radfahren, doch zu werben, dahin zu fahren. Ne? Genauso wie ich dich, Eva, ja, animieren möchte, mal an den Bodensee zu fahren, weil großartige Landschaft, Blick rüber in die Schweiz, auf den Entschuldigung, auf den Zentis. Und ich möchte dann beim Wandern, weil ich ja immer dafür bin, sehr hochwertige Wege zu gehen, drei Wege empfehlen, die am Bodensee liegen. Das sind die sogenannten Bodensee-Landgänge. Ja, hier haben wir mal dieses Schild. Das sind also Wege, die jetzt nicht direkt am See entlang gehen, sondern eher so im rückwärtigen Bereich, sage ich mal, wo man aber natürlich auch großartige Blicke auf den Bodensee haben kann. Das sehen wir gleich. Aber da ist man eben hier in so lauschigen Ecken wie mit dieser verwunschenen Holzbrücke, die wir jetzt gleich sehen, wo man dann eben richtig Wanderspaß haben kann. Premiumweg heißt ja, dass man ja garantierten Wandergenuss hat sozusagen. Also es sind genug Markierungen da, dass man sich nicht verlaufen kann. Menschen haben sich über die Dramaturgie des Weges Gedanken gemacht. Und ja, da kommen dann so herrliche Ecken eben zustande. Und ja, wenn man im Sonnenuntergang wandert, wie auf dem nächsten Foto, dann macht das auch Spaß. Was übrigens in Corona-Zeiten gar nicht so verkehrt ist, weil viele Politiker haben ja Angst, jetzt Wandern total zu empfehlen. Ich bin ja persönlich für eine Ausgangspflicht, nicht für eine Ausgangssperre, ne? Sondern man muss raus in die Natur und sich bewegen. Aber natürlich möglichst nicht dann, wenn alle anderen wandern. Also vielleicht nicht bei schönstem Wetter, Sonntagnachmittag um 15 Uhr. Warum nicht mal auch im Sommer um 19 Uhr losgehen und um 22 Uhr den Sonnenuntergang genießen? Ein ganz besonderer Aussichtsturm auf einem dieser drei Bodensee-Landgänge ist dieser Turm, der Gehrenbergturm. Interessanterweise dachte ich zuerst, ah ja, da hinten sieht man ja den Bodensee, aber man sieht den Bodensee eigentlich nicht, sondern da ist eine Wolkendecke. Also wenn man dann unten an den Weinhängen steht am Bodensee, ist man dann eben quasi im Nebel oder über den Wolken. Und hier kann man eben in der Sonne wandern. Auch sehr schön. Ich habe hier in diesem Fall, ich verwende ja für meine Wandertipps fast immer, das werdet ihr auch gleich sehen, authentische Fotos, die ich selbst gemacht habe. Das Foto habe ich jetzt gerade mal nicht selbst gemacht, weil ich besitze keine Drohne. Und ich fand die Fotos, die ich auf diesen Wegen vor ein paar Jahren gemacht habe, die sahen so trübe aus. Ich meine, das kann man hier mal sehen, bei diesem Turm habe ich auch mal, ja, so im, ich weiß gar nicht, wann wir da gegangen sind, im Februar, glaube ich, ja. Und da war nicht nur der Bodensee Wolken verhangen, sondern die ganze Region. Und ja, hier kann man, das ist der Bodenseeblick, ne? Also das ist, Wunderschön. ja, siehst du, wie Eva, da musst du mal hinfahren. So schön ist es.
ist das wirklich am Bodensee. Aber das war eine ganz, ganz besondere Wanderung, weil ich bin mit der Chefin einer Outdoor-Firma gewandert. Die sehen wir hier leider nur von hinten. Da wissen auch viele gar nicht, dass das wirklich ein Nachname ist. Das ist Antje von Dewitz. Na, was könnte das für eine Outdoor-Firma sein? Die Initialien von Dewitz sind ja VD. Und die haben diese Firma VD. Man sieht das auch irgendwie, wenn man ganz genau rangeht an dem Rucksack hinten. Diese Firma ist auch in Bodenseenähe im südlichen Württemberg beheimatet. Rechts davon Michael Sänger, Chefredakteur des Wandermagazins. Ja, und da bin ich halt irgendwie mit Antje von Dewitz da am Bodensee gewandert und habe den Bodensee nicht gesehen. Auch mal schön. Ja. Aber wenn ihr da mal seid, auf jeden Fall den Wein verkosten. Von Schmidt am Bodensee im bayerischen Teil, im württembergischen, baden-württembergischen, württembergischen Teil. Ist ja völlig kompliziert da. Gibt es natürlich auch noch ein paar tolle Weingüter. Und jetzt ist die Frage, Eva, gibt es denn schon Fragen? Ja, also deine Ausgangspflicht ist auf jeden Fall super angekommen. Du solltest in die Politik gehen. Hier ist eine Frage. Okay, mein Mann und ich gehen auch so gerne wandern. Welchen Weg können Sie denn für etwas ältere Wanderfreunde empfehlen? Naja gut, jetzt weiß ich natürlich nicht, wo die Herrschaften wohnen, die das gefragt haben. Da gibt es in Deutschland natürlich tausende Möglichkeiten. Ich würde einfach, ja, wenn man jetzt vielleicht ein bisschen älter ist oder Wanderanfänger ist, eher einen kurzen Weg nehmen. Möglichst sich im Internet oder in Fachpublikationen informieren, wo die schönsten Wege sind und dann eben nicht zu viel. Also man kann ja 2x5 Kilometer gehen, wenn es einem nicht genug ist am Tag, aber eben eher 5, 6, 7 Kilometer am Tag gehen und dann was richtig, richtig Schönes. Und das macht dann, glaube ich, jedem Spaß. Noch eine Frage. Ah, Cuvée-Plor bedeutet aus Weinschalen gekeltert, oder? Also das ist dann eine Frage für mich. Mhm. Nee, nicht unbedingt. Also Cuvée-Plor bedeutet einfach nur, dass er aus Weißweintrauben gekeltert ist und hell gekeltert. Und das Plor steht halt für hell. Also das hat nichts mit den Schalen zu tun im Endeffekt. Okay. Quiz erfolgreich bestanden. ihr müsst ja immer auch für die Wahl zur Hoheit, müsst ihr auch Tiere büffeln, oder? Ja, bei mir geht's, weil ich eher aus dem Fachbereich komme. Aber es gibt halt schon so Sachen, wo ich vorher nicht so die Ahnung hatte, zum Beispiel Exportzahlen oder Pro-Kopf-Verbrauch. Okay. Da musste ich mich schon ein bisschen reinlesen. Okay. Hier kommt noch eine Frage. Wann eröffnet denn dieses Jahr die Bodenseeschifffahrt? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Weiß ich nicht, muss man sich im Internet informieren. Google. Ich würde mal sagen, wenn das Wetter endlich mal schön wird. Ich weiß aber auch nicht, ich meine irgendwie, die Bodenseeschifffahrt ist ja sowas Ähnliches wie der sonstige ÖPNV, den man ja auch mit den mittlerweile üblichen Regeln benutzen kann. Deswegen gehe ich mal davon aus, wenn das jetzt irgendwie, also spätestens Pfingsten, oder? Sage ich jetzt einfach mal so, gefühlt. Gut, ich glaube, jetzt haben wir. Genau, dann kommen wir zum nächsten Anbaugebiet nach Baden in Sonne und Burgunder. Hier sehen wir schon die herrliche Landschaft des Kaiserstuhls, auf den komme ich auch gleich zu sprechen. Auch ein sehr spannendes Anbaugebiet. Ja, man kann sagen, das südlichste Anbaugebiet Deutschlands, quasi ja, eben das Schwesteranbaugebiet von Württemberg, Württemberg im Osten. Baden im Westen, das sieht man hier auch auf der Übersichtskarte, die bestimmt gleich kommt. Genau, da ist sie, also in Gelb erstreckt sich das Anbaugebiet Baden über tatsächlich 400 Kilometer. Lustigerweise beginnt das ja in der Nähe von Würzburg, da wo man es gar nicht erwarten würde, an der baden-württembergischen Nordgrenze und zieht sich dann am Rheintal entlang bis eben an die Schweizer Grenze. Hier kann man es auch nochmal sehr gut sehen. Und wir befinden uns jetzt in dem Abschnitt tatsächlich nicht weit von Basel entfernt, also Britzingen. Von der dort ansässigen Winzergenossenschaft ist der Wein gleich im Glas. Das liegt ungefähr in der Mitte zwischen Freiburg im Breisgau und Basel. Man hat also im Osten den Schwarzwald,
im Rücken, dann geht es eben Richtung Rhein. Auf der anderen Rheinseite sieht man hier schon Straßburg und Mulhouse, beginnt Frankreich. Und ja, da werden wirklich tolle Weine gemacht, eben unter anderem im Markgräfler Land. Und das ist unser nächster Wein. Ein tolles Etikett, wie ich finde, so ein bisschen altertümliche Reiter drauf. Und da trinken wir jetzt einen grauen Burgunder vom Britzinger Rosenberg. Ich meine, das kannst du vielleicht nochmal erklären. Also wenn da schon die Lage drin steht, draufsteht, auch auf dem Etikett, ist das ja schon ein besonderer Wein, oder? Ja, auf jeden Fall. Also das ist jetzt auch von der Winzergenossenschaft Britzinger Markgräfle. Dazu lässt sich halt sagen, dass gerade in Baden 75% der produzierten Weine in Winzergenossenschaften produziert werden. Das heißt, die Winzer erzeugen ihre Trauben und verkaufen die dann an eine Winzergenossenschaft. Und das ist gerade in Baden sehr viel der Fall. Also 75% ist schon eine ordentliche Hausnummer. Und ja, und das ist auch hier jetzt von der Winzergenossenschaft. Und wenn die Lage draufsteht, weiß man schon, dass was Besonderes ist. Denn umso enger die Herkunft auf dem Etikett bezeichnet ist, umso hochwertiger der Wein. Genau, also je mehr, also wenn nicht nur einfach, das kommt aus dem Ort oder aus dem Anbaugebiet, ja, desto spezifischer es ist, desto mehr weiß man, jawohl, das ist wirklich Qualität. Also zur Farbe her muss ich ja sagen, schon eine ziemlich kräftige gelbe Farbe, ne? Ja, aber das ist ja bei Grauburgunder ziemlich oft der Fall, dass die so eine schöne Farbe haben im Glas. Der Name Grauburgunder kommt daher, dass die Farbe so gräulich-rosa aussieht. Und dann kann es auch manchmal sein, dass der Wein so rosa Reflexe haben kann und sehr hochfarbig wirkt. Okay. Ja, dann testen wir den nochmal. Ja, Prost. Zum Wohl. Kling. Sehr gut. Wir machen hier das Geräuschtheater. Ist Corona. Genau. Hier ist Corona, man muss mit sich selbst anstoßen. Also, so, was hältst du von Birne? Ja, aber ich finde auch so, so getrocknete Rosinen. Rosinen. Ja, wieso? Es erinnert mich so in der Nase an Studentenfutter. Diese Rosinen, diese Nüsse, das finde ich auf jeden Fall. Riecht man. Also an das erinnert mich das. Ich weiß gar nicht mehr, ob dieses Wort für Studierende, ja, das Essen von Studierenden Futter zu nennen, ja, das finde ich irgendwie sehr herabwürdigend und verletzend. Nein, aber du bist auch Studentin, oder? Du nimmst auch ständig Studenten. Nein, nicht. Nein, Nein, ich habe nicht studiert. Ich habe meinen Techniker für Weinbau und Önologie gemacht. Ich war nicht in Geisenheim. Ich war nicht motiviert genug dafür. Nein, ja. Hauptsache irgendwie, es funktioniert. Wunderbar. Also ich finde ihn großartig. Was meinst du, irgendwie ein guter Essensbegleiter auch, oder? Ja, auf jeden Fall. Also man merkt allerdings, er ist Baden, der hat richtig Kraft, der hat richtigen Körper, der braucht auch was beim Essen, was dagegen hält, weil ich finde, man merkt es richtig im Mund, der nimmt den ganzen Mund voll. Das ist so viel. Ja. Nimm jetzt bloß den Mund nicht zu voll, ja? Ja, genau. Daran. Also das finde ich im Mund ist schon sehr krass. Ich könnte mir dazu tatsächlich eine richtig gute, deftige Fleischspeise vorstellen. Was muss man ja sagen, irgendwie kein Sakrileg ist. Früher hat man ja gesagt, ach, weiß ist Fisch und Huhn und helles Fleisch. Und zu kräftigen roten Fleisch, Steak und so weiter, nimmt man roten. Aber das ist eigentlich irgendwie altmodisch, oder? Also man kann ja. Ja, auf jeden Fall. Ja. Die Hauptsache ist ja auch immer, dass es schmeckt. Und man muss es einfach ausprobieren. Dieses Experimentieren ist ja auch gerade das Spannende mit Wein und Essen.
Wir gucken mal, wer da experimentiert in Britzingen. Das ist, das weiß ich gar nicht, weißt du das, ob das der Kellermeister ist oder der Genossenschaftschef, der Geschäftsführer. Genau, der Chef. Der Chef. Der das Sagen hat. Herr Britzinger sozusagen. Ja, also ich finde ja irgendwie Genossenschaft ein tolles Thema. Es gibt ja ganz, ganz viele Genossenschaften in Deutschland. Viele sind vielleicht irgendwie jetzt auch, die dabei sind, Genossenschaftler in einer Volksbank oder in einer Raiffeisenbank. Ich habe ja 2018 eine große Genossenschaftstour zum 200-jährigen Jubiläum von Friedrich Wilhelm Raiffeisen durch ganz Deutschland gemacht und natürlich auch Weingenossenschaften besucht, weil das immer ein tolles Instrument ist, Winzer in der Weingenossenschaft zu sein, weil man konzentriert sich absolut auf seine Reben und alles, was jetzt Marketing angeht, wie das Etikett gestaltet ist, Vertrieb, Versand und so weiter, darum kümmert sich dann die Genossenschaft. Und ich finde das eigentlich ein schönes Modell. Ja, auf jeden Fall. Vor allem gibt es ja auch viele, zum Beispiel an der A ist es ganz oft so, dass das Winzer sind, die haben im Nebenerwerb nur Hektar und machen das so als Hobby. Genau. Wir sagen immer, das sind die SS-Winzer, die Samstag-Sonntag-Winzer, die machen das so nebenher. Und das ist doch eine super Sache, wenn man quasi den Weinbau dann auch als Hobby betreiben kann. Trotzdem bin ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen zusammengezuckt. Ich würde die vielleicht in Zukunft Saso-Winzer nennen. Und egal. Wo wandert man in Baden, vor allem in dieser Gegend? Da gibt es zwei Möglichkeiten. Also erste Möglichkeit, die ich vorschlage, westlich von Freiburg in den Kaiserstuhl zu gehen. Da gibt es jetzt einen ganz tollen neuen Qualitätsweg, den Kaiserstuhlpfad. 22 Kilometer, das ist schon ordentlich. Das ist also nichts für Anfänger. Man kann ihn aber natürlich auch in Etappen machen und dann eben an einem entsprechenden Ort zwischendurch auch aussteigen. Er führt interessanterweise, der Kaiserstuhl ist ja so ein kleines Mini-Mittelgebirge, ne? Also auch wenn man mit dem Zug Richtung Freiburg fährt, dann sieht man da plötzlich Richtung Westen, Richtung Frankreich, sieht man da plötzlich, ach, da ist ja so eine kleine, lustige Erhebung. Und die hat es aber in sich. Und gerade im Kaiserstuhl ist natürlich das Thema Wein auch sehr, sehr groß. Ich kann mal hier zeigen, mit wem ich da gewandert bin. Letztes Jahr mit dem Schwarzwaldverein. Man sieht das auch ganz dezent an der Kleidung unseres Wanderführers, dass es der Schwarzwaldverein war. Übrigens auch eine sehr alkoholische Wanderung. Also auch der junge Herr im Hintergrund, der mit der roten Jacke so fröhlich ist. Der ist natürlich so fröhlich, weil wir mit 15 Leuten 8 Flaschen Wein dabei hatten, ne? Und wir haben uns sozusagen durch den Kaiserstuhl getrunken. Also auch eine sehr, sehr schöne Möglichkeit, diese Ecke zu erwandern. Ehrlich gesagt, obwohl das eben nicht im Winter, im Februar war, war auch damals das Wetter nicht so toll. Das sehen wir hier auf dem nächsten Foto. Da hängen ein paar Wolken. Es hat auch ein bisschen geregnet. Das war aber in der Tat der Blick Richtung Britzingen sozusagen. Also man sieht sich schlängelnd da in der, sozusagen ein bisschen links Bildmitte, ist der Rhein, und wir schauen Richtung Süden. Und so in diesen Ebenen, also so wenn man jetzt irgendwie so links aus dem Bild rausgucken könnte, da käme dann irgendwo Britzingen. Also bei diesem Kaiserstuhlpfad, was ich noch zeigen wollte, sehr, sehr faszinierend, diese Lösshohlpfade, also wenn man durch den Hohlweg gegangen ist, denkt so, naja, okay, dann geht's vielleicht irgendwie links und rechts mal 1 Meter 1,50 hoch. Das ist der Hammer. Also diese Wege sind wirklich entstanden, weil Menschen mit Ochsenkarren oder auch Weinfässern, keine Ahnung, eben immer wieder durch diesen Löss gegangen sind und plötzlich sind da wirklich so 4-5 Meter tiefe Schluchten entstanden. Sehr faszinierend. Erste Möglichkeit, also Kaiserstuhl wandern in dieser Region. Zweite Möglichkeit natürlich Schwarzwald. Hier habe ich, warum habe ich eigentlich so viele Regenbilder dabei? Ganz auch ordentlich. Also zum Beispiel hier der Petersdaler Schwarzwaldsteig, da gibt es nämlich diese Genießerpfade. Das sind 46 Premiumwege, auch Premiumwege. Man sieht hier dieses Logo auch mit dem Spielt, mit diesem klassischen Bollenhut. Und das sind 46 tolle Wege im Schwarzwald, die eben das Thema Genuss ganz weit nach vorne stellen. Und das finde ich immer auch das Schöne an meinen vielen, vielen Weinwanderungen. Man hat den Genuss, dass man irgendwie die Landschaft eben genießt und man hat den Genuss im Glas,
dass man ja seinen Wein mitnimmt vom Winzer. Auch das ist ja möglich, das werden wir gleich noch sehen, bei den anderen Regionen beim Winzer vorbeizugehen und sich dort eine Flasche für die Wanderung zu bestellen. Als Beispiel hier von den Genießerpfaden habe ich mal rausgewählt den Jägersteig. Man sieht hier auch diese Markierung links oben am Baum, also sozusagen unverlaufbar. Das ist immer so das Stichwort bei diesen Wegen. Und ja, dieser Jägersteig liegt am Schluchsee und bespielt quasi alle Ebenen. Also das kann man jetzt hier sehen. Man hat halt die Aussicht auf den Schluchsee, den Älteren vielleicht auch als Schlucksee bekannt. 1982 fand da das Trainingslager der deutschen Nationalmannschaft statt, vor der WM in, keine Ahnung, wo die war. Ja, dort hat man dann ordentlich gebechert. Ich hoffe auch Wein aus Britzingen. Und deswegen ist dieses Trainingslager als das Trainingslager am Schlucksee in die Annalen eingegangen. Also wie gesagt, der Jägersteig führt dann ein bisschen auf die Höhe und mit Blick auf Schluchsee, der ja übrigens schon auf über 1000 Meter Höhenmetern liegt. Also das ist echt fantastisch. Und andererseits dann eben unten kann man auch am See lang gehen. Das sehen wir dann jetzt auf dem letzten Bild für diese Region. Macht mal das nächste Bild rein, bitte. Genau, da. Da geht man dann an wunderschönen Wegen am Schluchsee lang. Und da war dann auch ausnahmsweise mal gutes Wetter, als ich da lang gegangen bin. Liebe Eva, gibt es Fragen? Ja. Was haben wir denn hier so für Fragen? Also, was bedeutet exklusiv? Und ach so, genau, da ist so ein Bubble drauf. Ne? Da ist oben nochmal genau, ja, exklusiv. Genau. Also, wir haben ja vorhin schon gesagt, dass wenn die Lage draufsteht, also Pritzinger Rosenberg, dass es dann schon was sehr Hochwertiges ist und deswegen auch dann halt was Exklusives. Das ist einfach, ja, der Grund. Wahrscheinlich ist es auch so eine Art Limited Edition. Davon gibt es nicht viel. Das ist was Besonderes. Und gerade eben im Chat wurde auch schon geschrieben, dass er mit 11,50 Euro nicht gerade günstig ist, aber das gerechtfertigt ist. Und auf jeden Fall, also ich finde eher, dass es noch zu günstig ist für so einen tollen Wein. Ich meine, der ist jetzt auch 18, das ist schon ein bisschen gereifter. Der lag wahrscheinlich auch länger im Fass, bis er gefüllt worden ist. Also man kann auch hier sehen, auf der AP-Nummer steht hinten 5919. Das heißt, er wurde wahrscheinlich sehr spät im Jahr 2019 gefüllt. Ja, was haben wir noch für Fragen? Kann man einer Winzergenossenschaft einfach beitreten als Winzer oder wird man da ausgewählt? Man sollte schon in der Region seine Weiden, seine Rebstöcke haben, ne? Ja, auf jeden Fall. Also es ist so, man muss sich dann halt einer Winzergenossenschaft vor Ort anschließen. Jeder kann Mitglied werden. Also es gibt da kein Verfahren, wo man ausgewählt wird. Aber es ist so, man muss dann auch alles offenlegen, also wie viel Fläche man hat und muss dann mit dieser Fläche beitreten. Das hat einfach den Hintergrund, dass wir in Deutschland einen Hektar Höchstertrag haben und dass die Winzergenossenschaft das dann auch später als Qualitätswein vermarkten darf. Ja. Also es ist nicht so, wie vielleicht irgendwie das eine oder andere Klischee ist über Genossenschaften, dass jeder da sich nicht um seine Trauben kümmert und reinkippt. Also bei den Genossenschaften, bei denen ich unterwegs war, führt es eher dazu, dass zwischen den Winzern schon so eine Art Wettbewerb entsteht, ne? Also wer liefert eben die geilsten Trauben der Genossenschaft, damit die da einen Spitzenwein rausmachen. So, gibt's noch eine Frage? Was genau bedeutet der Begriff Qualitätswein? Das ist eine sehr gute Frage. Wir sind nämlich gerade dabei, in Deutschland gibt es ein neues Weingesetz oder soll es geben. Der erste Entwurf ist raus. Früher war es so, dass die Qualität der Trauben am Mostgewicht gemessen worden ist. Also umso höher das Mostgewicht, umso qualitativer ist der Wein. Das hat dann angefangen, unten war der Qualitätswein, dann Kabinett, Spätlese, Auslese, Bärenauslese, Eiswein, Trockenbärenauslese.
Heute weiß man aber, dass es nicht unbedingt was mit dem Zuckergehalt, also dem Mostgewicht zu tun hat, sondern dass dann auch ganz, ganz viele andere Faktoren wichtig sind, um einen hochwertigen Wein zu ernten. Und deswegen gibt es jetzt dieses neue Gesetz, das es schon in anderen Ländern schon sehr, sehr lange gibt, wie in Frankreich. Da ist es so, dass es ja die Croix Cru-Lagen gibt und so sollte es halt auch in Deutschland werden, dass man unten die Basisweine hat, dann kommen die Ortsweine, die wieder spiegeln dann den Ort wieder. Also zum Beispiel nehmen wir jetzt mal das Beispiel Riesling. Ein Gutswein, die Basis wäre dann, steht auf dem Etikett, in meinem Fall zum Beispiel Rheinhessen-Riesling. Beim Ortswein würde dann draufstehen Wöllsteiner-Riesling. Und ganz oben in der Pyramide ist dann die Lage. Und das zum Beispiel in Wöllstein haben wir die Einzellage Wöllsteiner Äffchen. Dann würde auf dem Etikett stehen Wöllsteiner Äffchen-Riesling. Das ist und das ist dann das Hochwertigste. Und ja, das ist ja, aber im Prinzip ja in dem Falle auch, weil wir hier ja auch die Lage draufstehen haben. Ne? Ja. Genau, also wir haben jetzt hier was sehr, sehr Hochwertiges auf Glas gehabt. Aber das Wöllsteiner Äffchen hat nichts mit dem Affen zu tun. Nein, dann das muss ich jetzt noch kurz erklären, weil die nächste Region ist auch Rheinhessen. Deswegen ist das ja sozusagen eine rheinhessische Fachfrage. Ja, und zwar ist es so, dass in unserem Fall, also es ist ganz oft so, Lagennamen haben immer irgendwie oft, also ganz oft einen kirchlichen Ursprung. Okay. Es gibt ganz oft Lagen, die entweder irgendwas mit Himmel, Hölle oder Garten zu tun haben, also Kirchgarten. Und das kommt einfach daher, dass früher ganz oft Klöster, was die Mehrzahl von Klöster? Klöster. Ja, die Weinlagen bewirtschaftet haben. Und beim Wöllsteiner Äffchen ist es jetzt so, das kommt daher, dass die Lage wurde erstmalig urkundlich erwähnt mit dem Namen Uff dem Effenborn. Ach, und toll. Das kommt von dem Baum, der Effe, also Ulme. In unserem Dialekt sagt man aber die Effen. Und weil man im Rheinhessischen alles verniedlicht, wird aus dem Effen das Äffchen. Och, und es schön. Gibt sogar in Wöllstein ein Lied, das Wöllsteiner Äffchen aus Fass und Fläschchen, süß wie die Liebe und zart wie ein Kuss. Eva, wie du das hinbekommen hast, zwischen dem Anbaugebiet Baden und Rheinhessen jetzt auch noch Werbung zu machen für deinen Ort mit der Lage Äffchen, wunderbar, großartig. Jetzt sind wir aber in Rheinhessen und haben wir eben schon, die Regie in Hamburg ist ungeduldig geworden, die haben wir eben schon die Deutschlandkarte gesehen, die können wir jetzt einblenden. Da ist immer dieses Missverständnis, dass Rheinhessen in Hessen liegt. Nein, vielleicht früher mal, aber Rheinhessen ist dieses orange Kleckschen, ja, südlich von Mainz. Mainz ist auch Reu-Hesse, wie man sagt, oder? Reu-Hesse, oh. Das größte deutsche Anbaugebiet, also wirklich, wenn man da über die A63 ist es, glaube ich, fährt, ja, sieht man... 61 und 63, bitte schön. Da ist es lauter nach Mainz, ja. Hier sieht man sie sogar, genau, da kreuzen sich doch bei Alzey A63, O61 und dann sieht man wirklich links und rechts nur Weinfelder. Das sind jetzt nicht unbedingt Steillagen. Es gibt, glaube ich, habe ich mal irgendwo gelesen, so an die 120, 140 Orte in Rheinhessen und genau drei Orte davon sind keine Weinorte. Ja, das finde ich schon großartig. Überall sonst wird Wein angebaut. Sag mal, wo sitzt du jetzt ungefähr, weil Wöllstein nicht drauf ist? Kreuznach, wir sind quasi zwischen Bad Kreuznach und Alzey. Ich bin ganz im Westen von Rheinhessen. Ich bin Grenzgebiet schon zur Nahe. Die Nahe ist da in Blau zu sehen. Aber wir gehen jetzt mit unserem Wein, den wir gleich im Glas haben, an den Rhein wirklich südlich von Mainz. Südlich, hier sieht man, wenn wir schon beim Thema Autobahnen sind, die A60, also südlich davon, da steht irgendwie so Rheininsel Langenaue. Also so ungefähr bei dem R von Rheininsel, da befindet sich der Weinort Bodenheim. Und da ist unser Wein her, vom Weingut Lorch. Vom Weingut Lorch, genau. Ich nehme die große Pulle. Da steht drauf, der Winzer und der Wirt. Da haben sich also
ein Gastronom und der Winzer Thomas Lorch zusammengetan und haben diesen Wein gemacht. Ja, der Gastronom kann ihn leider im Moment nicht so wirklich ausschenken, aber der Winzer kann ihn machen. Und das ist ein Weingut, bei dem ich vor Ort war und mit diesem Wein im Rucksack eine Weinwanderung gestartet habe. Und deswegen weiß ich, dass, also zumindest vor, wann war ich da, vor 4 Wochen oder so, dass da gerade dieser 2020er wenige Tage erst in der Flasche war. Also die haben richtig Gas gegeben, um hier zur Weintour pünktlich diesen Wein in die Flasche zu bekommen. 2020er Riesling. So, dann probieren wir mal. Also der Wein... Ja. Bitte, bitte. Du bist dran. Der Wein ist ja gewachsen in Nackenheim. Das ist direkt neben Bodenheim. Erzähle ich gleich noch was zu, bin ich ja lang gewandert. Ja. Und gerade die Ecke da hinten, also Bodenheim, Nackenheim, Oppenheim, Nierstein sind ja bekannt für den Roten Hang. Und das, diese Mineralität, die wir jetzt da in der Nase haben, das ist so 100% Herkunft aus der Ecke. Also man riecht es einfach schon, wo der Wein herkommt. Das ist unfassbar geil. Also. Das ist aber dann auch so ein bisschen Besonderes. Es ist ja sehr, sehr nah am Rhein, obwohl ja das Anbaugebiet Rheinhessen heißt. Seid ihr ja doch eher, ne, also du jetzt auch, landeinwärts. Aber von Bodenheim, von Nackenheim kann man ja wirklich den Rhein sehen. Und da hat man dann doch auch schon eher so die, auch aus das Gestein, wie an der Mosel zum Beispiel, oder? Also auch dieses sehr mineralische Gestein. Ja, obwohl es dort ist es halt rot, da sehr hoher Eisenanteil ist. Deswegen auch roter Hang. der rote Hang ist sehr, sehr bekannt. Also wenn man sich so ein bisschen in der Weinszene auskennt, ist, glaube ich, der rote Hang einer der bekanntesten oder die bekannteste Lage bei uns in Rheinhessen. Und habe ich gleich auch noch ein Zitat von Karl Zuckmayer zu, genau. Ja. Und der Rote Hang hat, also die Weine, die vom Roten Hang kommen, haben immer so eine schöne Mineralität in der Nase. Ich finde das immer, das erinnert mich daran, wenn man ein Streichholz anzündet, okay, und es so drüber zieht, dieser Feuersteingeruch so in der Nase. Das ist so. Echt? Ja, okay, finde ich jetzt nicht so extrem. Also was hältst du denn irgendwie von so einer Frucht wie Aprikose, was ich da rieche? Ja, auf jeden Fall auch. Feuerstein habe ich jetzt nicht so also, in der Nase. Ja, aber muss auch sagen, der Wein ist jetzt noch sehr, sehr jung. Also er ist ja jetzt erst frisch gefüllt. Und wenn du dem nochmal 1-2 Jahre gibst, dann wird diese Mineralität auch nochmal mehr und diese Frucht geht noch ein bisschen zurück. Also ich finde es ein super Wein. Absolut, absolut. Ganz, ich bin froh, dass ich die große Flasche noch habe. Genau, und die könntest du ja, für alle, die das zu Hause auch noch nicht geöffnet haben, die könntest du auch ein paar Jährchen weglegen, oder? Auf jeden Fall, der hat Potenzial, ja, dass man den auch noch mal in die Schatzkammer legen kann. Wir schauen uns mal den Winzer an bei der Arbeit. Genau, das ist ein Kollege, ne? Ist der Wirt und der Winzer, aber wir sehen Thomas Lorch auch gleich noch, weil, wie gesagt, ich war dort vor Ort und bin mit einer Flasche losgewandert. Und man muss ja sagen, also jetzt zu den Wandermöglichkeiten in Rheinhessen, die absoluten Leitwege seit ein paar Jahren sind ja die sogenannten Hiveltouren, wo man eben Hivel auf Reuhessisch Hügel gibt's 9 ganz tolle Wege. Aber ich bin da jetzt auf einem ganz anderen Weg gegangen vom Weingut Thomas Lorch. Und ich dachte die ganze Zeit, als ich diesen Ort Bodenheim gehört habe, dachte ich, Bodenheim, woher kennst du das denn? Da warst du schon mal. Jawohl, ich war da beim Deutschen Weininstitut. So sieht's doch aus. Die liegen genau im Industriegebiet von Bodenheim und da werden großartige Strategien entworfen und quasi das Weinmarketing weltweit für den deutschen Wein koordiniert. Und ich finde das auch immer toll, die Adresse von,
vom Deutschen Weininstitut, Platz des Weines. Ja, das ist aber was Tolles, oder? Den hättest du auch gerne in Wölstein, oder? Den Platz des Weines, ne? Ja, auf jeden Fall, nehme ich. Ja, Platz des Weines 2 ist, glaube ich, die Adresse. Finde ich großartig. So, und dann bin ich eben zu Thomas Lorch gefahren und Ding Dong, hab den Wein, den ihr jetzt auch im Glas habt, mitgenommen in meinen Rucksack. Da ist das Winzer-Ehepaar, die mich verabschiedet haben und die mich vor allem auf den richtigen Weg gewiesen haben, weil wirklich 150 Meter von den beiden entfernt verläuft der Rheinterrassenweg. Das ist ein Weg, der relativ weitem Abstand vom Rhein entlang führt, eben auf dieser terrassierten Landschaft. Und ich hatte eigentlich vor, von Thomas Lorch nach Norden an den Ende des Weges nach Mainz zu wandern. Da landet man dann an der S-Bahn-Station Mainz, Römisches Theater. Aber die haben gesagt, wieso wanderst du denn nicht Richtung Süden? Also der Rheinterrassenweg verläuft zwischen Worms und Mainz. Und ich wollte jetzt nicht direkt nach Worms wandern, aber es hat natürlich völlig Sinn gemacht, nach Nackenheim zu wandern, weil eben dort das Anbaugebiet ist, wo dieser Riesling eben wächst und gedeiht. Ja, und dann bin ich nach Nackenheim gegangen und ich war in meinem Lebtag noch nie in Nackenheim. Das ist ein ganz, ganz toller Ort. Hier haben wir das Rathaus und Standesamt. Und was ich auch nicht wusste, man sieht das da neben dem Fenster von der Eingangstür ist so eine schwarze Büste. Karl Zuckmayer ist in Nackenheim geboren worden. Die Zuckmayers kommen aus Nackenheim. Aber er ist ja ziemlich früh nach Berlin, hat Weltbestseller wie den Hauptmann von Köpenick geschrieben. Aber er hat auch 1925 in der Vossischen Zeitung von Berlin etwas über seinen Heimatort geschrieben. Nackenheim ist ein Dörfchen mit niedrigen grauen und gelben Häusern, die dicht aufeinander hocken, denn es ist nicht viel Platz zwischen den Obstgärten am Rhein und den kahlen Hängen der Weinberge. Während die Obstbäume klein und knorzig sind, stehen die Weinstöcke steif und nüchtern, kerzengrad in endlosen Reihen am Berg. Durch alle Jahreszeiten bleiben die Hölzer gleich, kaum ändert das Laub seine Farbe, immer scheint das lehmige Rot der Erde hindurch. Schön, oder? Ja, da haben wir nämlich den angesprochenen roten Boden. Den habe ich übrigens im Weingut, also da springen wir von der Chronologie nochmal zurück, auch gesehen. Genau, da ist eben dieser Wein und wächst auf dem Rotliegenden, so nennen die eben das Gestein, in dem diese Rebe gedeiht. Und da bin ich natürlich hingewandert. Und da sehen wir im nächsten Foto, das ist mein Weinwanderungs-to-go-Glas. Bitte verzeiht mir die Frisur, das war kurz bevor ich, die Frisur war vom 11. Dezember, das war mein letzter Friseurtermin und ich bin Mitte, Ende März da gewandert. Und auf jeden Fall im Hintergrund sieht man auch noch den Rhein. Und da habe ich dann mitten in diesem rot liegenden, im roten Berg diesen Wein verkostet. Und dass ich da hochgefunden habe, habe ich natürlich nur meinem Weinspürhund Mulan zu verdanken. Den sehen wir hier. Oh, ist der süß. Komm, der ist wirklich knuffig, Eva, musst du zugeben, oder? Ja, auf jeden Fall. Rein rassiger Collie, hinten auch so einen schönen Stein von so einem Winzer, der gerade so einen Korb trägt. Das ist also, und man sieht das auch so ein bisschen, ne? Man sieht das hier bei dieser doch sehr dunklen roten Erde, dass da dieser Name Rotenberg für diesen Weinberg zurecht vergeben wurde. Jetzt kommen die Fragen. Ja, wie sieht's denn aus? Das sagst du. Manuel, nimmst du dann die Weine in der Glasflasche mit auf Wanderschaft? Aber selbstverständlich. Selbstverständlich nehme ich Weine, also wie man eben gerade gesehen hat, nehme ich die Flasche mit, hab dann irgendwie so eine von Ikea eine Kühltasche. Die ist top. Die ist vom Design her. Naja, aber die ist top, die hält schön kühl. Da habe ich eine Weinmanschette drin und die mache ich dann dran. Ich sage dann immer vor den Winzern, gebt mir bitte eine gekühlte Flasche mit. Und dann hält die auch, weil das hat schon so 2, 2,5 Stunden gedauert, bis ich da von Bodenheim in Nackenheim war. Und dann habe ich da einen toll gekühlten Wein und dann habe ich eben so diese Plastikweingläser dabei. Und ich entwickle gerade tatsächlich einen Andrax-Lieblingsrucksack,
mit einer großen deutschen Firma. Und mich nervt das immer. Also jetzt hier bei den Schraubverschlussflaschen geht das noch. Wenn man aber hier so eine, wie beim ersten Wein, so einen Korken hat, wenn die Flasche dann so ein bisschen im Rucksack, ne, nicht ganz gerade steht, nicht gut. Und ich entwickle jetzt gerade so einen Rucksack, wo man mit Klett innen drin so zylindrische Thermo, dass das auch noch kühlt, Sachen reintun kann, dass man wirklich perfekt ausgestattet ist für die Weinwanderung. Das hört sich gut an. Ja. Ich sag dir Bescheid, wenn der draußen ist, Eva. Ja, du brauchst das. Ja, bitte, auch. Bitte. Ich mache auch gerne Influencer für diesen Rucksack. Ist kein Problem. Cool. Ja, sehr gut. So, was gibt's noch? Woher kommt die rote Farbe in den Weinbergen? Das kommt einfach daher, dass der Boden extrem eisenhaltig ist und das Eisen oxidiert ist. Und deswegen ist der Boden so rot. Ja. Gut. Gibt es noch eine Frage? Wenn ein Wirt beteiligt ist, kann man dazu doch bestimmt was Leckeres essen. Na klar, Wein und Essen, das ist, also Weinmenschen sind immer Genussmenschen, deswegen sind die meisten Winzer auch nicht so schmal. Also ich muss sagen, mein Lieblingsessen zum Riesling sind tatsächlich Käsespätzle. Und ich habe mir vor kurzem erst eine Käsespätzle-Reibe gekauft und jetzt geht's richtig ab. Das heißt, du was reibst du selber, den Käse oder die Spätzle? Die Spätzle natürlich. Okay. Also das du machst Teig und dann reibst du die Spätzle. Und genau. Aber ist ja jetzt mal eine blöde Frage. Das ist eine geile Idee. Das mache ich nächste Woche. Käsespätzle. Ich bestelle mir direkt im Internet Käsespätzle-Reibe. Ist der Käse dann schon in den Spätzle drin oder wird Nein. Also du machst erst den Teig und reibst den dann. Dann werden die Spätzle gekocht und dann schöpfst du die ab in ein extra. Also ich habe so eine große Pfanne und dann kommt da erst der Käse dazu. Und die Zwiebeln. Zwiebeln, ganz, ganz wichtig, Zwiebeln. Richtig. Also Käsespätzle ist schon, es ist sehr einfach, aber richtig gut. Und dazu ein guter Riesling. Ja. Wahnsinn. Ich mache ja immer, Sonntag mache ich ja quasi den Essensplan für die nächste Woche. Ja, also meine Frau verdient ja das Geld und muss als Lehrerin arbeiten. Und ich kümmere mich dann eben immer um das Mittagessen. Geil, und das mache ich nächste Woche, Käsespätzle. Aber ich muss sagen, es gibt ja auch so Bretter, wo man das so schaben muss. Okay. Aber das kann ich nicht. Also das ist nicht, ich weiß nicht, meine Motorik kann das mit diesem Brett nicht. Das ist nicht so mein Ding. Und die Reibe ist so ein Metall. Wie so ein Lochblech und reibt man dann den Teig drüber. Ja. Das ist einfacher für meine Motorik. Sau gute Idee. Ich glaube, wir kommen zur letzten Region. Das ist die Pfalz. Also von Rheinhessen, dem größten Weinanbaugebiet Deutschlands, zum zweitgrößten Anbaugebiet, der Pfalz. Genuss entlang der deutschen Weinstraße, kann ich nur unterschreiben. Ist also quasi das sozusagen die westliche Schwester von Rheinhessen. Wir sehen das auch hier auf der Deutschlandkarte. Eben hatten wir Rheinhessen Orange und daneben dann eben, ach Quatsch, die südliche, was rede ich denn? Die südliche Schwester natürlich. In Grün erstreckt sich die Pfalz bis zur französischen Grenze. Das sehen wir hier auch nochmal in Groß. Genau, beginnt da oben. Und das ist gleich wichtig. Also im Süden hat man eben die französische Grenze, Schweigen-Rechtenbach, Bad Bergzabern, den Heimatort von Kurt Beck, den alten rheinländischen Ministerpräsidenten. Neustadt an der Weinstraße, wo ich letzten September Eva wählen durfte als deutsche Weinprinzessin. Das findet da jedes Jahr statt. Und wenn wir dann schaut ihr mal Grünstadt, ja, passt ja zu der grünen Farbe. Und dann sieht man so quasi das i-Tüpfelchen der Pfalz, nennt man so diese Gegend westlich von Monsheim. Monsheim ja schon zu Rheinhessen gehörend. Und da in diesem i-Tüpfelchen in Kindenheim, da kommt unser nächster Wein her. Ja, und ich habe gerade schon mal reingerochen. Und da merkt man wieder, wie der Boden doch den Wein so prägt. Also gerade eben
hatten wir den roten Hang und hier, der ist jetzt auf Muschelkalk gewachsen. Richtig. Und das ist halt direkt, also in der Nase wieder was komplett anderes. Der hat auch eine schöne Frucht. Und ich habe gerade mal das Etikett rumgedreht. Der hat einfach 14 Volumenprozent. Aber die schmeckt, Die schmeckt man überhaupt nicht. Das ist voll schockierend. Also, erschreckend findest du das, ja. Okay. Ja, das ist, weil oft, wenn Weine so einen hohen Alkoholgehalt haben, dann werden die oft so bitter und brandig. Und das hat er überhaupt nicht. Ich habe reingerochen und dann drehe ich das Etikett so rum und dachte so, wow. Aber der Alkohol ist so gut eingebunden. Nein, ich finde es toll. Also ich hatte, als ich den das erste Mal auch da in den Weinbergen, zeige ich ja gleich, im Glas hatte, dachte ich echt, wow, was für ein cooler Wein. Und ich meine, ihr habt ja irgendwie die Preislisten, das zeigen wir gleich auch nochmal. Also dieses Preis-Leistungs-Verhältnis, Hammer. Direkt mal den Keller voll machen. Aber wirklich. Es ist ja wirklich so, dass den Fehler mache ich immer, ich bestelle zu wenige Kisten, ja. Die werden dann von den geilen Weinen direkt ausgetrunken und dann denke ich, ich hätte aber jetzt vielleicht, also denke ich in 3-4 Jahren, ich hätte aber jetzt gerne mal noch so ein Riesling vom Weingut Stahlheber 2019 getrunken. Ausgetrunken. Ja, also man muss immer doppelt so viel bestellen, wie man eigentlich vermag zu trinken, damit eben auch was übrig bleibt und das auch noch ein bisschen. Also ich glaube auch der in 4 Jahren, noch größerer Spaß. Ja, auf jeden Fall, der hat auch noch Potenzial. Das macht richtig Spaß. Ja. Total. Also von vorne bis hinten, vom ersten Geschmack bis zum Nachgeschmack, wirklich eine total runde Sache. Wir gucken uns mal an, sehen die beiden Winzer aus, das Winzer-Ehepaar. Und das war auch toll. Das war, da war ich sehr, sehr früh. Also wir erfahren ja immer Ende Februar ungefähr, welche Weingüter bei unseren Verkostungen dabei sind. Und dann habe ich mir eben so ein paar, die nicht weit von meiner Wahlheimat Saarland entfernt sind, ausgesucht. Und bei den Stahlhebers war ich ganz am Anfang. Und dann habe ich gesagt, ja, und ich habe ja in der Weinverkostung auch, das ist nächstes Wochenende, habe ich ja zum Beispiel in Thüringen Weingut Zahn dabei. Da konnte ich jetzt irgendwie nicht mal so auf die Schnelle hinfahren. Und dann sagt Frau Stahlheber, ja, das ist mein Bruder. Und das fand ich richtig, richtig klasse, ja, dass also irgendwie es auch sozusagen von so weit auseinanderliegenden Anbaugebieten wie Saale-Unstrut und Pfalz eben das dann so einen Austausch gibt. Also Frau Stahlheber aus Thüringen ist jetzt mit Herrn Stahlheber dabei, großartige Rieslinge in Kindenheim anzubauen. Und also auch bei den beiden bin ich vorbeigegangen und habe mir eine Flasche geben lassen. Das sieht man, glaube ich, schon auch auf dem nächsten Foto von der Präsentation. Quatsch. Prinzipiell geht nämlich auch, ich bin auch bei den beiden losgegangen, da kommen wir gleich zu, der Pfälzer Weinsteig, der geht auch um die Ecke von Kindenheim los in Bodenheim. Das ist wirklich der Start, also das ist der nördlichste Punkt des Pfälzer Weinsteigs und geht dann runter, insgesamt 172 Kilometer bis Schweigen-Rechtenbach. Und auf dem Weg dahin bis Neustadt-Weinstraße geht zum Beispiel dieser Weg durch Deidesheim mit dem, kann man schon fast sagen, weltberühmten Deidesheimer Hof, wo früher Ex-Kanzler Helmut Kohl immer Staatsgäste empfangen hat. Und dort habe ich tatsächlich das erste Mal in meinem Leben einen Saumagen gegessen. Den habe ich auch als Foodie, großartig, oder? Magst du auch Saumagen? Ja, also ich habe ja ein Lehrjahr meiner Winzerlehre in der Pfalz verbracht. Und das ist das Tolle an der Winzerausbildung, dass man die Lehrjahre splitten kann und jedes Jahr woanders hingehen kann. Und das letzte war in der Pfalz. Und die Pfälzer sind halt so richtige Genussmenschen. Und die essen und trinken sehr, sehr gerne. Und Saumagen ist sowas Gutes. Also der Saumagen, das ist diese Scheibe aus Kartoffeln, die man links sieht. Das war jetzt der komplette Pfälzer Teller, die komplette Dröhnung. Da ist noch ein Leberknödel dabei. Nicht so ganz mein Ding. Und die Bratwurst, oben natürlich ordentlich viel Sauerkraut und Kartoffelpüree. Aber Saumagen, den gibt's auch teilweise
hier an der Gourmet-Feinkosttheke im Saarland. Oh, feine Sache. Den schön angebraten und ein Riesling dazu. Hammer. Ich habe aber auch hier, auch das muss man ja dazu sagen, die normale Dröhnung des Pfälzers ist die Weinschorle im Halbliterglas. Ne? Also da war ich damals. Aber es ist auch kein Dubbeglas, oder? Das ist kein Dubbeglas. Das ist in dem Fall kein Dubbeglas, weil das ist mit diesen quasi Butzenscheiben, mit diesen Kuppen, mit diesem Relief dran. War ich auf dem Weinbiet. Ich weiß nicht, ob du da mal warst. Das ist ja zwischen Neustadt-Weinstraße und Deidesheim, eine der höchsten Berge da in der Pfalz. Und da habe ich irgendwie, ja, das ist so, da gibt es keine feinen hier Gläser, sondern ja, halber Liter passt. Ne? Aber wie gesagt, ich war ja auch in Kindenhain. Jetzt, da war ich eben ein bisschen voreilig. Da bin ich bei den beiden. Da haben wir wieder die Stahlhebers, das Weingut Stahlheber, und da haben die beiden mir eben netterweise schon entkorkt den Wein mitgegeben auf meine Weinwanderung. Und dann habe ich mich nördlich von Kindenhain eben durch den Weinberg auf den Weg gemacht, in den Muschelkalk sozusagen hinein. Das ist fantastisch, ja. Also da ist der Muschelkalk aufgeschichtet und da wachsen also quasi die Flaschen schon abgefüllt in dem Muschelkalk. Ne? Also schön wär's. Ja, da muss man nur ein bisschen suchen und dann findet man die schon. Und das finde ich eine schöne Angelegenheit. Warum dieser Wein so toll ist, ist auch, weil, das habt ihr in Rheinhessen ja auch, da stellt ihr immer so diese Ventilatoren auf, damit der Wein Frischluft bekommt. Ne? Also wer die Energiewende live miterleben möchte, der ist im dem i-Tüpfelchen in dem nördlichen Appendix der Pfalz und in Rheinhessen immer gut aufgehoben. Und was ich auch nicht wusste, obwohl das noch das Anbaugebiet Pfalz ist, dass es da so diese typischen Trulli gibt, ja, Einzahl Trullo. Das sind diese Winzerhäuschen, wo früher die Winzermitarbeiter bei schlechtem Wetter Unterschlupf gefunden haben. Und die haben so diese ganz lustige Zipfelform. Und ich kannte die eigentlich bisher nur an Rheinhessen. Eva, wusstest du, dass die auch bis in die Pfalz geschafft haben? Ja, das wusste ich. Aber ja, mehr davon findet man halt in Rheinhessen. Aber vereinzelt findet man sie auch in der Pfalz. Und ich bin sehr stolz auf dich, dass du gewusst hast, dass die Mehrzahl Trulli ist. Das wissen nicht viele, muss man sagen. Trullo, Trulli, Klöster, habe ich alles drauf. Man ist nicht ist hängen geblieben. Ja. Das ist ja auch, aber das ist ja so auch ein, die kamen nach Deutschland durch, da gibt es mehrere Legenden sozusagen. Die ich kenne, ist, dass wir früher italienische Gastarbeiter hatten und es gibt einen Ort in Italien, in Apulien, Albero Mello, und da gibt es die Trulli nur in größer und die wohnen da drinnen. Und die haben dann das mitgebracht nach Deutschland und haben die hier als Weinbergsschutz auf dem Sattelschlepper mitgebracht wahrscheinlich. Ne? Ja, genau so. Nicht. Die haben die hier gebaut als Weinbergschutzhütten, weil früher ist man ja mit dem Fahrrad oder mit dem Pferd rausgefahren und wenn es dann geregnet hat, konnte man sich unterstellen. Es wird auch gemunkelt, dass die auch als Liebeslauben genutzt worden sind. Verrückt. Man weiß es nicht, man munkelt nur. Man munkelt, genau. Ja, also die Kinder und Enkelkinder können ja davon dann Bericht erstatten, in welchen Trulli sie entstanden sind. Und dann dachte ich, oh, das ist auch eine schöne Bank da irgendwie vor dem Trullo. Und da genehme ich mir jetzt mal ein Glas, ein To-Go-Glas eben von den Stahlhebers. Und das sieht man dann auf dem nächsten Foto. Dann hat mein Hund halt mal, den ich da angeleint hatte, an der Bank gezogen. Und dann dachte ich mir, da setze ich mich dann besser doch nicht drauf. Entschuldigung, also die waren ein bisschen instabil. Ja. Aber gut, der Trullo ist ja auch entscheidend und nicht die Holzbank davor. Ne? Das ist halt irgendwie das Urtümliche. Also ich fand das sehr, sehr schön, da die Runde zu machen. Überhaupt, da kann ich das nur empfehlen. Auch in Pandemiezeiten ist es irgendwie absolut möglich, zu dem Winzer eurer Wahl zu gehen, in die Region zu fahren. Fahrt wirklich hin. Ich meine, dass ihr
hier, wir haben ja bei jedem Weinkarton, huch, jetzt fallen meine vier Flaschen schon um, waren ja die ganzen Preislisten dabei. Und sucht euch ein paar Weine aus, bestellt euch Kisten, nicht vergessen, immer das Doppelte bestellen, was man in dem Jahr trinken kann. Und aber fahrt auch mal dahin, schaut euch das an. Und leider ist immer noch ja deutschlandweit die Gastronomie nicht so richtig auf, bis auf Saarland mit unserem Saarland-Modell, die Außengastronomie getestet, klappt super. Aber fahrt einfach mal dahin und die Vinotheken, Verkostung ist nicht möglich. Aber wenn ihr vorher Bescheid sagt, geben euch die Winzer eine Flasche Wein mit zum Wandern. Zur Not auch stellen die zwei Kisten vor ihre Tür und legen eine Rechnung drauf. Und ja, dann klappt das mit dem Weingenuss vor Ort. Oder Eva? Genau, so läuft's. Aber haben wir denn noch Fragen zum Abschluss? Kann man Spätlese grundsätzlich länger lagern? Jein, es kommt immer drauf an. Prinzipiell kann man sagen, dass Weine, die sehr hohen Restzucker haben, die kann man sehr, sehr lang lagern. Ob eine Spätlese jetzt, es kommt auch ein bisschen auf die Rebsorte an, ob ich jetzt eine Bacchus-Spätlese habe oder eine Riesling-Spätlese. Es kommt einfach auf die Stilistik an. So eine Bacchus-Spätlese, die muss eher jung und frisch getrunken werden. In Riesling, Spätlese, die trocken ausgebaut ist, kann man auch mal länger lagern lassen. Also es kommt auch immer auf die Stilistik von dem Wein einfach an. Das kann man nicht so pauschalisieren. Okay. Weiter geht's. Was gibt es noch für Fragen? Zu welchen Gerichten würde der Stahlheber Riesling gut passen? Also man auch Käsespätzle, wenn du sagst Riesling Käsespätzle, auch Käsespätzle, oder? Ja, auf jeden Fall. Man muss sagen, Riesling ist ein sehr, sehr toller Begleiter für Gerichte, die sahnig sind, weil er durch die Säure gut gegenhalten kann. Also immer, wenn irgendwas mit Sahne gemacht worden ist, kann der Riesling top mithalten. Sei es jetzt Pasta mit Sahnesoße oder irgendwas anderes mit einer hellen Sahnesoße. Was ich jetzt zu dem Wein essen würde, gute Frage. Darf ich mich da einschalten? Ja, sehr gerne. Spargel. Weil der hat Spargel. Dann doch, obwohl er irgendwie hat er dann doch eine gewisse Fruchtigkeit. Und so ein Riesling zum Spargel, man sollte, also normalerweise heißt ja so die Regel, die ich mal gehört habe, jetzt ist ja gerade Spargelzeit und der regionale Spargel kommt in die Geschäfte und an die Spargelbuden, dass man, weil der Spargel natürlich auch irgendwie so eine, ja, schon fast metallischen Geschmack hat, dass man da eher einen halbtrockenen Riesling zu nimmt, haben wahrscheinlich die Stahlhebers auch im Programm und die Lorchs. Aber ich finde hier zu dem, der ja dann doch schon, also das ist ja jetzt irgendwie keine Trockenheit, die einen den Mund auf links zieht, den Gaumen, finde ich, könnte man auch Spargel probieren mit so einem schönen Lachs und Kartoffeln dabei. Man muss sagen, gerade so halbtrockene Rieslinge passen perfekt zu asiatischen Küche, also auch mit Fisch, das passt richtig gut. Oder auch so die nordische Küche mit Fisch. Also da ist Riesling mit ein bisschen Restsüße, macht da richtig Spaß. Aber, Manuel, wir sind am Ende. Wir haben keine Fragen mehr. Verrückt. Das war's. Fünf wer nach hat an der neun. Uhr gedreht? Echt, du bist doch so jung. Kennst du das noch? Ja, klar. Ich bin fast nach der. Ach, ich bin Fasnachter. Du bist Fasnachter. Ja. Kennst du mein Buch, mein Jahr als Narr? Ich bin irgendwie ein Jahr in, ja, ich war auch bei der Mensa Fasnacht und sonntags auf der Lu und so. Ja, ja, ja. Du bist Fasnachter. Großartig. Ich schick dir mein Buch. Kein Scherz. Ja? Woi, Wosch und Weg. Ja, das ist doch. Weg, Wosch und Woi, so rum. Ich habe mir nur gemerkt, www, dreimal W wie World Wide Web. Okay, sag nochmal, wie ist die Reihenfolge? Weg, Wascht und Wei. Ja, aber den Wein zuletzt. Naja, okay. Ihr müsst es wissen, ihr Reuhäse, ja. Das Richtige kommt immer zum Schluss. Ah, ja, sehr, sehr gut. Eva, es hat wie immer großen Spaß gemacht. Herzlichen Dank und euch allen noch viel Spaß mit den Weinen, die ihr da geöffnet habt in den nächsten Tagen. Und ja. Bis zur nächsten Weintour. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao. Schönen Abend noch.